Ja, hallo ihr Lieben, es ist Herr Mischemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal ein Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe, aber heute geht es natürlich wieder um Love Island. Ich glaube, es ist Folge 14 und also heute geht es um die Mafiosi-Taktik, wie ich das so ganz gerne nenne. Also Adriano ist einfach nur krass. Also mich haben auch Leute angeschrieben und gesagt, Gott, was macht er da? Er hat ja jetzt seine Freundin verscharrt da an Paco. Also was ist die Mafiosi-Taktik? Das ist, wenn jemand überall seine Finger im Spiel haben will, also wie so ein Mafioso-Boss, dies wird geregelt, jenes wird geregelt und vor allen Dingen, wenn man irgendein Problem hat, dann ist er für einen da. Warum? Damit bei ihm Gefallen schuldet. So, ne? Das heißt, also man braucht irgendwo, was weiß ich, kannst du mal den und den Polizisten bestechen wegen Strafmandat? Dann ja, kümmere ich mich drum. Und dann, weiß ich nicht, 6 Monate später sagt man, ja, ich habe ja noch einen Gefallen offen. Kannst du bitte haarsträubende Sache XY machen? Gut, ist hier natürlich alles viel harmloser. Aber hier sieht es so, dass man sieht eben, dass Adriano diesen Date-Doktor, wieso braucht diese Sendung einen Date-Doktor? Warum muss der Leute zusammenbringen? Niemand muss das, aber er macht irgendwas, wonach ihm keiner gefragt hat. Gut, die haben das dann auch gemacht. Aber das ist sozusagen nicht ohne Erwartung gegeben, sondern er wartet dafür Aufmerksamkeit. Ja, was wir jetzt hier auch mal sehen. Was sagt ihr zu Paco und Bianca? Ja, das wollten wir dich auch fragen. Damit dürfte raten, wer da seine Finger im Spiel hatte. Du? Absolut. Okay. Also ich muss sagen, ich finde das unfassbar arrogant und wer ist der Geilste? Ich meine, klar, wir alle haben unseren Ego, also ist auch sowieso alles scheißegal, aber ich weiß nicht, was wenigstens mit dem Augenzwinkern machen würde, okay, aber dieses, wer hat's gemacht? Wer ist der Geilste? Dass das so keinen stört in der Sendung, finde ich erstaunlich. Überhaupt, dass er zum Schluss wurde ja gewählt, wer waren die beliebtesten, also dass er da nicht rausfliegt. Aber ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, es ist halt irgendwie, das ist vielleicht auch ein Problem, so in sicheren Beziehungen. Das Drama ist halt scheinbar immer interessanter, gut, in so einer Fernsehsendung sowieso. Und aber was er da in dieser Sendung macht, außer, weiß ich nicht, irgendwie zu sagen, ich bin der Geilste, er beteiligt sich da an keinen Dating-Prozessen und also will auch so ein Zweck-Couple machen mit Emilia. Also, schlimm, finde ich schlimm. So, dann schnappt er sich Bianca, also man hätte jetzt x Sachen da rausschneiden können, aber hören wir mal kurz rein. Also ich werde noch so alles machen, so was ich denke, das noch wichtig ist für eure Zusammenkunft in dem Sinne. Es ist so unfassbar, es ist so abgedreht, arrogant. So, ihr könnt das, also Subton ist eigentlich, ihr könnt das ja gar nicht alleine daten, aber weil ich so geiler Date-Doktor bin, werde ich euch da jetzt noch ein bisschen, werde noch ein paar meine super coolen, fancy Tipps geben und werde das begleiten hier als der obergeile Isländer. Wenn ich die Haare zu Berge gestanden. Ja, aber das ist natürlich nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass er, und das finde ich wirklich echt super hintenrum, dass er als Bezahlung von Bianca erwartet ihre Emotionen. Das heißt, er kann, wir hören mal kurz rein. Das ist halt sehr schnell gegangen, dieser Umschwung von emotionaler Tod zu emotional Feuerwerk. Kannst du das irgendwie erklären? Gute Frage. Wie kann es Bianca wieder gut gehen? Das heißt, er kann es gar nicht aushalten. Sie macht ja genau das, was ich immer empfehle, was ich auch immer, wenn man mit Minuspol datet, wenn man da weggeht, immer empfehle. Kein Kontakt, keine Information geht ja hier nicht. Und dann ist es eben keine Emotionen zeigen. Und das macht sie, ne? Und das macht sie wirklich richtig gut, ne? Und da sieht man, was er eigentlich will. Er will ihre Emotionen. Also entweder sie findet ihn super geil oder sie heult ihm tierisch hinterher, ne? Also sein Ego ist da völlig in charge irgendwie. Und wenn sie jetzt sagt, ja, alles klar, danke, willst mich nicht, super, ich ziehe weiter, ist er total irritiert, weil es geht ihm eben nicht darum, sie ihm anderen Typen oder dass sie glücklich wird, sondern dass sie gefälligst ihre Emotionen eben gibt. So, ne? Und das finde ich einfach
Und da wehrt sie sich auch mit Recht gegen und er macht das auch wirklich so völlig unverfroren und der Kommentator nimmt das hier so meisterhaft auf irgendwie, das finde ich richtig gut. Bist du da einfach emotional so krass abgestumpft, dass du sagst, hey, neues Glück, ich lasse mich da voll und ganz drauf ein und lasse alles Vergangene hinter mir. So, und dass sie sich jetzt einfach das macht, was er sagt, das findet er jetzt emotional abgestumpft, anstatt dass er sich emotional abgestumpft nennt, weil er sie so behandelt vielleicht irgendwie. Könnt ihr ja genauso denken, ist sie natürlich, also nur da, weil sie das macht, was er sagt, ist er jetzt gekränkt. Ach, ist also auf so vielen Ebenen schräg, also das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist einfach unfassbar. Der will sie doch nur leiden sehen und sie verweigert es ihm. Schlimm. Ja, geiler als dieser Kommentar, kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Aber es ist nichts, was man nicht einfach so töten könnte. Weißt du, was ich meine? Und ich kann gefühlt töten, das ist das. Zack, du bist tot für mich. Danke. Also, für mich macht Bianca genau das, was ich immer sage. Ich sage das sogar immer, hey, der Ex ist tot für dich, fertig. Und sie fährt da richtig gut mit. Und man sieht, dass, ja, sie ist oben auf. Also die Machtrollen, also er hat sich in der Machtrolle gesehen und sie unter ihm, ne? Und durch ihr Verhalten hat Bianca zack, zack, zack die Rollen gewechselt. Jetzt ist sie in der machtvollen Rolle. Er, also wenn das die anderen mitkriegen würden, oh Mann, ey, sieht super scheiße aus in dieser Szene. Und ja, und so wird's gemacht. So wird's gemacht. Und das ist auch, dann sagt er hier noch hinterher, das wäre irgendwie so eine Schattenseite von ihr. Es ist eine also absolut lichtvolle Seite, weiterziehen zu können. Das ist hier, das ist richtig. Ihr habt ja mal gefragt, was ist Trennungskompetenz? Das ist Trennungskompetenz. Ne? Und das ist richtig stark. Also ich finde Bianca mega und Adriano hat echt voll die Mafiosi-Taktik drauf. So. Gut, dann gab es noch das eine oder andere, aber lassen wir es dann mal dabei. So, und guckt auch mal gerne meine Dating-Kurse rein, wenn ihr auch so cool daten wollt. Oder meine anderen Kurse rund um die Liebe, Bindungsangst und so weiter auf liebeschipp.de. Wir gründen eine neue Dating-App. Da könnt ihr euch informieren auf soulmatching.de. Und ansonsten, wie immer, like meinen Kanal, gebt's weiter, haut alles rein, kommentiert. Und wir werden uns bald wiedersehen, vielleicht auch auf Twitch, entweder heute am Donnerstag, wo ich es hochlade, oder nächsten Sonntag, ansonsten eigentlich immer Mittwochs und Sonntags.